So, Hühnchen ist wieder ausgebrochen. Wir sind wieder bei Playtimes. Und wir haben das ganze Gemetzel von den Banditen satt. Sind auch fertig jetzt. Und jetzt kriegen wir ja hoffentlich eine dicke Waffe von dem Fink. Reden wir mal mit dem, ne? So, Belohnung kassieren. Zack, gib ihm. Oh, was ist das denn? Oh, das ist aber eine ordentliche Rifle. Ach, oh. 156. Alter, ganz ehrlich. Fette Genauigkeit. Wenn ich die Waffe auch. Alter, ganz ehrlich, die ist so übel. Also bei mir macht die Säure Schaden. Möchte jemand tauschen? Bei mir macht die Feuer. Welche ist das? Die hier? Mit 150% mehr Kritik. Ah, guck mal, weil. Hocheffektiv gegen Schilde. Blitz. Ist ja cool, aber boah, guck mal, die abgeht. Jeder was hat, Alter. Die reinschießen. Überleg mal, Säure, zweimal Feuer schlecht. Und einmal gegen Fett gegen Schilde. Guck mal, die sieht auch noch gut aus bei mir. So ein Rot so ein bisschen. Boah, guck mal, meine, ey. Guck mal, da bei mir. Ich weiß gar nicht, was der Problem ist. Ich hab Feuerschaden. Also, die von Jansen und mir sehen exakt gleich aus, außer dass. Meine grün ist und deine blau. Ja, schieß mal damit. Ich bin der einzige, der mit schießt mal damit. Die, hä? Ich bin der einzige, der wollte schon sagen, die geht so nach oben. Willst du tauschen, hä? Feuer gegen Säure? Nee. Warum die, was ist mit deiner Schieß? Meine geht richtig nach oben. Guck mal, ich schieß hier. Die trifft da oben. Die gehen alle nach oben, ne? Ja, logisch. Ja, egal. Wir reisen jetzt. Wir reisen, genau. Ich verstehe die Waffe noch nicht so ganz. Egal. Wir suchen nach unseren Freunden. Das ist die, das ist die Überschusswaffe. Bom, bom, bom. Und wieder eine hässliche Pistole bei dir. Flachwitz, Füße hoch. Füße hoch. Oh, mein Fuß. So, suche nach deinen Freunden. Ich habe aber keine. Warte mal eben, wir haben bestimmt noch eine Nebenmission, die wir zwischenschieben können. Nicht wirklich. Aber doch. Doch, zwei. In Dust, aber ganz weit weg. Ja, und da halt immer noch diese komische Blockierte. Was? Bei mir ist sie nicht blockiert. Wo ist denn deine Blockierte? Tiny Tina. Ganz oben steht auch blockiert bei dir drüber. Nö. Achso. Doch? Ja, die müssen wir abgeben. Da steht aber blockiert dann und wir konnten letztes Mal nicht mit der reden. Also wir sind jetzt. Was machen wir zuerst? Ich guck mal eben. Das ist eine Story-Mission. Ja, oh mein Gott. Was hab ich getan? In The Dust. Da müssen wir jetzt zum The Dust. Dann gehen wir dahin. Müssen wir nicht hier rein? Nee. Irgendwo? Nee. Warte, ich gerade jetzt hier. Ein cooles Tor. Hey, warte. Nein, warte, hier kann man reisen. Hier ist das Three Hole. Ach, hast du direkt zu The Dust? Ja. Ja, warte, der hat in so einem Terminal. Hier den. So, Fridge. Jetzt bei mir auf dem Ding. Ja. So, Jungs, wer hat die beste Waffe? Ich. Die ist scheiße, die hatte ich gerade. Küsskampf. Jetzt wäre Facecam richtig lustig gewesen. Tja, würdet ihr uns mal sehen, aber ist geheim. Ist geheim, genau. Was ist das? Die fette Ellie ist wieder am Start, wa? Baby. Oh, ja. Schwingtitten. Bei mir ist die noch voll verpixelt. Ah, jetzt ist es richtig. Ja, komm, jetzt scheiße. Hauptsache, ich habe auf den geschossen, aber alle coolen sind drin. Ja. Boah, ich, diesen ich will den Catcher. Jetzt mal ist ein Skill ein. Guck, wie viel. Machst du ein großes Fahrzeug? Boah, der Duschback. Hä? Ich treff die gar nicht, die Fischköpfe. Junge. Ja, guck doch mal, ich treff die gar nicht. Ich wollte mal die Waffe austesten. Guck mal. Ich schieße da drüber, ey. Ja, du musst auch viel tiefer ziehen. Ja, was seid ihr für eine Scheiße, ey? Zieh doch einfach mit Zielfernrohr. Ziel ich ja, guck, ich schieß drauf, volle. Okay, jetzt ist weg. Die kommen so von oben runter, das dauert halt ein bisschen. Fährst du jetzt mal? Ja, ich hab auch geballert, aber das hat nicht. Doch, wenn du anvisierst. Jetzt über die Rampe! Das ist echt ein bisschen crazy, Alter. Crazy, weißt du? Feuerwehr-Game. Sieht aber auf jeden Fall cool aus. Aber ist trotzdem ein bisschen crazy, weißt du? So, Carson, wo bist du denn? Oh. Carson. Zero hat wieder irgendwas für die Fresse. Da oben bestimmt, in dieser komischen Hütte. Ja, ist das. Ich steig schon mal aus. Ich seh gar nichts. Boah, ja. Ich hab Frontflip gemacht beim Aussteigen. Ich bin wohl der lässigste hier, man nennt mich auch Lassie. Lässie wie ein Hund oder was? Naja, er ist unser Hund. Ich bereue es gerade ausgestiegen zu sein. Ja, ich hab gedacht, der wäre eine Treppe irgendwo. Ah, hier. Nein. Ah, dann ist Leiter. Ihr seid ja alle hier. Hä? Nein, ich nicht. Ah. Nur du nicht. War ja. Die Leiter? Nö. Such mal irgendwas, wo man hochkriegt. Nee. Ernsthaft nicht? Nein, ernsthaft nicht. Ah, du musst außen rum, glaube ich. Ah, ich habe schon wieder diesen scheiß Skill gemacht. Wieso drücke ich da mal drauf? Oh. Ach, du läufst auch. Ich besteige gerade die Berge hier, die Maria, oder was? Oh, ich bin. Windrad, jo. Ja, klar, wir machen jetzt Heidi. Strom braucht man immer. Was für Heidi? Guck hier, der trifft doch wunderbar die Waffe. Ja, wegen Berge, Fisch. Oh, jetzt bin ich gerade noch gestorben. Da geht's nicht runter. Da ist irgendwann Ende. Und. Guck mal, springen da mal runter. Da ist nicht geil runter. Nee, kostet viel. Oh, ach, höher bin ich jetzt. Naja, der kann, der sollte, oder? Sagt der mit 24.000. Kostet 26. Viel. Ja, je mehr du hast, desto mehr bezahlst du auch. Eben. Klingt gleich Raketen. Ja, ich würde sagen, das war schon mal ein absoluter Fail am Anfang des Gameplays. Mein Gott, sind wir dumm. Was denn? Geh mal,
Geh mal nach links, Jansen. Warte, ich muss eben ins Spider. Da ist so eine Art Aufzug. Nach links? Ja. Als Erfahrung. Oh, da, oder zurück, ich sehe das nicht ganz. Lauf mir einfach ein bisschen entgegen. Ich laufe aber dir, glaube ich, jetzt nicht entgegen, oder du kommst auch von da. Ach, ja, sehe ich. Hier ist ein Kopter. Ich soll mir den Kopter abballern. So, mit der Waffe einfach. Guck mal wieder. Der geht ja runter wie Butter. Wer ist Marateur? Tja, hörst du den? Ja, der ist gleich down. Hä? Also ich treffe den bei mir gar nicht. Bei mir ist der auch. Also mein Kopter ist jetzt. Ach, Kopter! Abgestürzt, ja. Wovon habt ihr denn gesprochen? Von dem Wäldersmarateur hier. Achso. Ich mache irgendwie kein Damage. Der ballert überall hin und irgendwie auf den. Habe ich auch schon. Ich sehe hier richtiges Feuerwerk. Also die Waffe scheint doch nicht so geil zu sein. Ich mache ja, überhaupt keinen Schaden. Ich dachte, als ich 190 in gar Scheiß hat die. Aber ich kill den Bär erstmal eben mit einem Messer. Schwing. Also ich schieße einfach, gönn ich genau vor dem stehen. Dann trifft das schon. Jo. Einfach in den reinrennen. Hier so. Da. Siehst du? Zack. Direkt tot, ey. Besser als Knife. Ich mach keinen Schaden. Guck einfach da. Ja, das ist doch ein Scheiß. Du musst einfach genau die Waffe schon in die Fresse stecken. Ich denke, besser, in dem drin stehen, wa? Hä? Ist jetzt irgendeiner tot? Ey. Da vorne ist ein Auto von den Gegnern. Aber da, guck mal, kannst du die mal treffen, ey. Ist das jetzt euer Aufzug, den ihr meintet? Wow. Ja, ja. Ein Schuss getroffen. Super. Ich hab den 4 oder 5 Mal schon getroffen. Aber irgendwie ist ja nichts. Weil du labert, Mann. Schlimm, ey. Ja, laufen. Ja, komm mir mal entgegen, ja, nie ist klar. So, erstmal ist weg. Ja, an dem hässlichen Haus muss man noch irgendwie hochkommen. Das ist doch schon so tief gebaut. Ich sehe den Eingang. Guck mal bei mir auf dem Bildschirm. Da kann man hochgehen. Das ist auch eigentlich so eine Straße. Sicher? Wo man dann einmal so umnimmt. Ja, ich denke, ja. Ich denke nicht. Ich denke schon. Ich folge mal. Ich denke. Dem nee. Johnson. Aber ich vertraue dir jetzt einfach mal. Ich denke, ich habe recht, weil hier sind Fackeln und ein Tor und ein Catch-a-Ride. What? Genau, ja. Und Catch a Ride. Und jetzt? Da war ich gerade auch mit dem Auto. Ja, das ist ja ziemlich bitter jetzt, ne? Ja, ja, das ist jetzt echt bitter. Also nachdem du so überzeugt bist. Ah, müssen wir nicht vielleicht wieder über den Berg hier fliegen? Moment, jetzt willst du fliegen. Hier. Mit dem Auto. Warte, ich zeig dir, was er meint. Können Autos. Hä? Ja, Autos können fliegen, wenn du eine dicke Rampe hast. Ja, brauchst aber. Oh, ja, wirklich, ich will benutzen. Ah, oh, bis jetzt. Warte, ich will mitfahren. Ich will, nein, du Lutscher. Steig doch nachträglich ein. Kann man bei den Dicken auch ein Nitro benutzen? Da waren wir doch schon mal drin. Mein Gott, sind wir dumm. Da waren wir schon mal drin. Dann bringt uns ein anderer Spieler. Mein Gott, wieso kommt bei mir immer diese Meldung? Weil ich das versuche. Mein Gott, ist okay. Guck mal, ich hab. Pass auf. Wir müssen ins Auto und dann müssen wir hier über die Rampe. Weil da sind wir nämlich schon mal drüber gefahren. Da war das dann mit dem Zug und so, wisst ihr? War das hier mit der Rampe? Nee, bei mir ist die. Bei mir. Guck mal, was für eine geile Karre ich habe. Yeah. Ja, ach so, da vorne. Ja, schon, ich komm schon. Hier meinst du? Ja, zu mir. Ups, den zieh ich nicht. Ihr seid gerade am vorbeigefahren. Ich steig schon ein, fahr einfach weiter, gib Gas. Ach, das Nitro. Ist bei Technik. Ja, geht nicht. Warum nicht? Ich hab kein Nitro. Haben trotzdem geschafft. Was? Wow, direkt neben uns zwei so Elektro-Dinger. Ja, und direkt hochgegangen. Ja, war nice. Aber seid ihr schon alle da, oder? Ja, ja. Du kannst aber auch einfach zum Auto tählen. Wie machst du Nitro? L1. Können wir das einfach runterspringen? LB meine ich. Also theoretisch sollte es klappen, ansonsten teleportieren. Wey! Swag, ich bin vorbeigesprungen. Ich hab ein cooles blaues Auto, ey. Was für runterspringen? Ja, ich wollte da runter und dann direkt rechts, aber es geht nicht. Das ist einmal ganz gut. Durch. Das war doch hier mit dem Volleyballnetz. Und den, mit den Männern ohne Hemd. Ohne Hemd. Und, boah, ich schieß so drüber, ne? Ja. Elite-Mara. Aber wenn du echt vor denen schießt, dann direkt weg. Direkt weg. Aber direkt, guck. Das Fahrzeug stand oben noch, ne? Mit einem Schuss, ey. Dann kann ich mich da locker hin teleportieren. Oh, Scheiße, was hab ich denn jetzt aufgenommen für ein Crap? 26. Kannst du einfach durchrennen, Alter. Du brauchst die Kohle ja eh nicht, von daher. Boah, ich habe jetzt 1180 Leben. Ist eine Hausnummer. Ach. Müde? Nee. Wo ist der Carsten? Nee. Ich kann nicht mal durch, du. Carsten. Der ist nicht Carsten, der ist Carson. Carson vom Dach. Ach so, das ist. Ich glaube, ich kriege gerade so einen perfekten Sniper-Punkt. Ich einfach mal hier oben auf die. Ich glaube, Kartoffel ist gleich da. Ich weiß gar nicht, wo man hin muss. Bring die Knete heim.
Hab ich auch gerade. Sammle 25.000 feingelosen. Ja, will ich die sammeln, sammelst du die auch, du Fischi. Gegenstände. What the fuck? Ah, da ist er doch. Oh, da liegt er ein bisschen irgendwie drunter. Ja, Karton. Aufbrechend. Jo. Da nehme ich auf. Nimm Echo auf. Ist er tot? So, ich habe Echo aufgehoben. Bevor er Karton auf dem Gefängnis. Du, ein Elite-Marateur. Fick dich. Hier gibt es Billigschilder, die ich kann nachher auch verkaufen. Ja, dann würde ich sagen, wir müssen jetzt wieder ins Auto. Ne? Cool, der Goliath jetzt. Freie Carson aus dem Gefängnis ist jetzt die Aufgabe. Wo ist denn das Gefängnis? Ich lauf gerade mal rein. Ich lauf zum Auto. Und ich die Kohle. Ach Gott, das ist ja am Arsch. Ach, ich renne einfach. Ich spring hier einfach runter. Ich glaube, ich sehe das Gefängnis. Da oben auf dem Berg ist, ne? Sieht so aus. Ich habe mich gerade festgestellt. Schnauze. Kartoffel, ich hol gleich den Schäler. Was für uns hier? Den Kartoffelschäler. War nicht lustig. Ja! Sollte doch nicht lustig sein. Fahr mir vorbei. Ja, also, echt mal. Adler. Alter, ihr Assis. Wie wir Assis. Oh, ja, ich war. Laufen wir hier. Ja, wir laufen auch. Nö, ich reise jetzt. Ich auch. Das ist sehr gut. Jo, ich reise. Lutscher. Ja, nimm mich, teleportiere mich einfach mit. Was? Friendship Gulag. Ja, Shotgun ist schlecht. Friendship Gulag. Das guck mal, das sieht total modern aus, gerade im Ladebildschirm, fand ich. Die Stadt? Ja. Ja. Ist aber modern. Modernes Gefängnis. Boah, alles ja, mit oder spiegelnden Gläsern bezogen hier. Ich würde sagen, das ist Alcatraz, oder? Spaß, du. Alcatraz. Kampfingenieur. Guantanamo. Ich glaube, das ist eine Mission, die hätten wir echt Bay machen sollen. Gitmo an der Bay. Kampfingenieur. Scheiß mir hier. Boah, toll, ich hab Säure verkackt. Ach, hallo. GEMA! Oh, scheiße. GEMA! Nintendo, hallo. GEMA! GEMA? GEMA! GEMA Nintendo! GEMA weg! Oh. Demnächst kommt ja die Wii U raus. Was haltet ihr denn von der Konsole? Die beste Konsole, ja. Beste Konsole? Also ich hole die auf jeden Fall. Ja? Weil du erstmal eine neue Playstation brauchst. Ach nein, nur wegen dem neuen Zelda. Also ich. Ja. Zelda muss sein, Jungs, das beste Spiel, was es gibt. Also, wer kein Zelda gespielt hat, ne? Johnson. Johnson geht jetzt. Er steht demonstrativ auf und geht. Ciao. Also, ja, Johnson ist jetzt gerade gegangen. Bei den Worten Zelda, weil Johnson hat noch nie Zelda gespielt. Dicke Waffe, nee, dann. Ich bin mal gespannt, wann der wiederkommt. Kann aber auch sein, dass der einfach nur ein bisschen am Scheißen ist. So. Nee. Der wollte nicht über die Wii U reden. Vielleicht auch, weil. Alter, was greift mich hier so an, ey? Fall, ich hab auf der Gamescom mit der Wii U gespielt. What? Macht auch richtig relativ geil. Spaß. Ja, da ist der Johnson schon wieder, es ging schnell. Ja, ich war schnell in der Ecke, hab ich geschämt. Achso, hast dich für Zelda geschämt? Ja. Ich kann mal kein Zelda gespielt haben, oder? Ja. Hat den jetzt befreit? Auf jeden Fall, jetzt ist Johnson auch wieder da. Also ich habe auf der Gamescom mit der Wii U gespielt. Ich habe dir zugeguckt, musste ziemlich lachen, weil... Ich fand es ziemlich erbärmlich, weil die Reaktionszeit war, wie kann man es ausdrücken? Unter dem aktuellen Technikstand. Also untervolle. Die Grafik ist wie die von der PlayStation 3 und der Xbox, was eigentlich auch peinlich ist, weil die Konsole kommt... 4 oder 5 Jahre später kommt die. Ja, kommt hin. Wir wissen das auch. Und, boah, das ist, ich find's unmöglich eigentlich, aber naja, Nintendo macht halt damit Werbung, dass man besser im Spiel interagiert, weil man durch dieses Controller-Ding, was man in der Hand hat, mit dem Bildschirm drauf. Aber man guckt auf den Bildschirm, ne? Also man guckt auf seinen Controller, man guckt auf den, ja, kommt drauf an. Ich habe dieses Rayman-Spiel mal gespielt. Das spielt der eine am Fernseher. Mit diesem Nunchuck, den es vorher auch gab. Und der andere spielt mit diesem Gamepad, das sind so Drohnen. Der spielt mit dem Gamepad und du guckst einfach permanent auf dieses Gamepad. Also das macht keinen Spaß, finde ich. Da, von wegen interaktives Spielen, wenn du auf dein Gamepad guckst, ist ja auch... Ja, das ist genau dasselbe. Was ist mit dem hier schief? Der Warlord, oder? Der neue. Der voll chillig. So was würde ich auch haben. Ist irgendwie die Nintendo was falsch verstanden. You're doing it wrong. Die haben ja auch jetzt im aktuellen Geschäftsjahr, glaube ich, einen dezenten Verlust gemacht. Die sind ein paar Millionen, deswegen setzen die auch viel Erwartung in diese neue Konsole.
Ich denke aber auch, die Nintendo wird nur noch von vielen, muss ich sagen, Fanboys gekauft, die einfach noch die alten Klassiker weiterspielen wollen. Wenn Zelda? Zum Beispiel. Fanboy. Ja, ey, hallo, Zelda ist einfach das Beste. So. Kauft ihr beide jetzt. Hätten sie nicht Zelda oder Mario? Ja, Nintendo überlebt im Moment meiner Meinung nach nur noch durch diese ganzen alten Titel. Also Mario hat einfach einen gewissen Charme, sag ich mal. Das, ja, aber Mario ist wirklich noch lustig zu spielen. Ja, also, Mario das ist aber eigentlich der Grund, warum Nintendo noch überlebt. Die haben einfach die Rechte für diese Figuren. Die Figuren gehören Nintendo. Sind sehr bekannt in der Gamer-Szene eigentlich. Jeder kennt Mario eben. Da muss nicht mal ein Gamer sein. Und ja, deswegen würde ich sagen, ist Nintendo noch gut dabei. Aber ich sehe da keine wirkliche Zukunft. Also es wird, denke ich mal, so kommen, dass die irgendwann die Lizenzen dafür verkaufen müssen, weil... Ich reise, ne? Du reist? Oder soll ich abbrechen? Finde ich nicht okay. Also ja, reist doch, wenn wir dahin müssen. Lizenzen verkaufen, nee, an wen meinst du jetzt? An den, der mehr bietet. Und es könnte auch sein, dass ich irgendwie Google oder so in diese Szene integrieren möchte und dann die Lizenzen kauft. Ich meine, die werden schon ordentlich wert sein, nur das Problem ist, was macht Nintendo danach? Weil wenn die Lizenzen verkaufen, dann... Vor allem von den Titeln, dann ist Nintendo weg. Dann ja, dann kann man Nintendo Zukunft nicht mehr ganz in die Tonne treten. Bye bye. Ich werde auch bald drauf schießen, aber... Ich glaube nicht so ganz. Also falls ihr euch auch fragt, warum ich ganze Zeit so zum Boden aim, das ist halt, weil die Waffe, wie ihr seht, so scheiße nach oben zieht. Dann schieße ich einfach so, dann schieße ich nach vorne. Oh, Problem. Du bist ein richtiges Genie. Ich hänge ihn. Mal ein bisschen Munition hier abrackern, zack, zack, zack. Hat jemand ein Auto schon am Start, oder? Ich will eins bauen, nein, meine sind schon blau. Ah! Ich hab auch eins am Start. Drei weg. Spawn Station ist gerade besetzt. Hier, die Menschen. Mal, wo müssen wir denn hin? Dicken Fässern, yo. Ich bin gerade falsch gelaufen. Aber hier ist ein Catcher. Ja, hallo, wird das nochmal was, oder? Ich brauch mal eine Karte, mach mal einer eine Karte auf. Ich bin der untere. Oh, jetzt wird ja, okay, warte, dann komm ich jetzt zu dir. Ja, ich hab doch schon hier. Fahrt doch mal hier rein, hier. Hey. Ja, ja, wir wollten mir eigentlich. Du bist da hoch, rein. Oder? Ah, da, Moment, warte. Was? Ja. Komm jetzt. Da war ich aber auch gerade, da kommst du nicht rum. Bam. Hier komm ich nicht rum. Oh. Schieß mal lieber auf das Fahrzeug gerade. Der geht mir ein bisschen auf den Sack. Ja, ist okay. Ich hab... Ja, ist okay. Ah. Dann muss ich euch was anderes richten. Oh, hinter uns. Ja, ist weg. Also hier rum meinst du? Guck mal. Ja, ja, weil du meinst ja, ich komm da nicht rum. Ja, komm. Oh. Ich denk mal, du musst so, damit ich gerade wieder neu entdecken. Oh, und dann hätte aber fast klappen können. Ah, ja, mit Speed ist fast richtig hier. Mit Speed hätten wir es gepackt vielleicht. Ja, warten wir da rein, ey. Einmal rum bestimmt. Vielleicht sich durch die Garage. Normal. Ja, war das hier? Oh nein. Och nö. Ah, komm, aussteigen. Warten, Engpass. Also wir sind jetzt durch die Garage von dieser dicken Ellie, heißt die, glaube ich, ne? Big ja. Tit Alley. Genau. Durchgefahren mit dem Auto und am Ende konnte man halt nicht weiter, weil. Lass einfach aussteigen, müssen eh da lag Schrott im Weg, genau. Gott. Du hättest auch noch durch die Garage fahren können. Big Gulch entdeckt. Da kommt dann schon der erste Gegner. Oh. Na, lass weiterlaufen. Ja, komm, der kommt uns eh hinterher. Deiner Lobo. Wenn nicht, dann ciao. Durch die Garage, sagt er. Ja, durch die Garage. Ja, ganz durchlaufen. Ja, du musst nicht durch die Garage. Du hast jetzt deine Waffen weggeworfen. Ich? Weil ich nachgeladen habe. Aufmerksamkeit. Also, ich hinten lang, oder was? Ja, ja, einmal dann einfach durchlaufen. Ja, es scheint auch richtig zu sein. Karte hat sich gerade wieder erweitert. Ja. Wie soll man denn durchlaufen? Runterspringen? Ja, lass mal einfach springen. Ciao. Wie soll man? Hallo? Ich runterspringen, ich will da... Geht das? Keine Ahnung. Boah, nee. Hey, die kommen ja auch jetzt einfach wie hier aus dem Grund. Eben. Eine Erfahrung, ja, dafür schieße ich dir jetzt nicht ab, ey. Die machen bestimmt eh kein Damage. Ja, hab ich so gesagt. Einfach durchlaufen. Geslackt. Da hab aber 5 Badass dran. Ja, ich habe auch gerade. Oh, laufen und laufen. Das ist ja wieder sehr interessant. Ein bisschen hinter der Garage und nicht durch die Garage, würde ich sagen. Tja. Tja. Weiter geht die Kiste. Da seid ihr jetzt erst, wie lange habt ihr bis da gebraucht? Ich hab was gesagt, durch die Garage. Oh. Ja, da stand. Ich bin ernsthaft die ganze Zeit. Ich hab Bootell entdeckt, hier ist das Versteck. Ich hab jetzt, muss ich Angst haben, was kommt da raus? Wahrscheinlich so ein Level 3 Gegner oder so. Ja, ich konnte eh nichts machen hier, von daher. Guck ich mich einfach mal um. Wir müssen hier die Kiste ausgraben, also wie dann hier? Such mal. Hol mal Schaufel. Hast du die gefunden? Was ist denn das für ein Low-Scheiß?
Naja, money for the pay. Money for the pay. Du hast ja noch nichts, ne? Ah, mit dieser Lauferei. Das kriegst du mir nicht an, ne. Wow. Echt mal, so du wolltest zwar RPG-Elemente haben, also lauf. Ah, was ist das denn hier? Muss man, hier, was kann ich hier machen? Suchen. Ach du Scheiße, müssen hier Leichen ausbuddeln. Ach, die Gräber einfach nur aufbuddeln. Ha! Hey, wenn, ich bin ja hier. Wo hast du da dran gedrückt, damit er suchen kann? Geh an den Grabstein. Kartoffel, bist schon hier? Ja, wir zeigen dir dann einfach gleich für die... Ha! Kiste! Ja, okay. Dann beim ersten Mal. Zeig, wo, in welchen Grab das ist. Ja, wir warten jetzt, bis Kartoffel da ist. Kann man die öffnen? Ja, denke ich mal. Also darum wird's gehen, oder? Nein, überlebe den Dreier-Showdown. Showdown. So, Kartoffel, dann komm mal hier in Kartoffel. Hier Kartoffel, zeig mal hier unten. Oben rechts. Ja, das ist die Kiste. Das Grab noch eben rechts, daneben. Da steht ein Mobley. Das ist für ein Lutscher. Mach dich kaputt. Wo steht da? Wo steht denn da was? Gar nichts. Der steht da. Ach so, da oben ein steht ein flotter Dreier der anderen Art. Oh, kann man das jetzt hier aufmachen oder was? Überlebe den Dreier-Showdown. Ja, was soll ich denn überleben hier? Was? Da ist Gettle. Da kommen jetzt Gegner. Mobley. Oh, die sind mega stark. Mann, wie stark sind die denn? Ich schalte mich aus. Ich kann mich mal verheilen. Ist die Mission für unser Level? Nein. Ich denke mal, die ist. Öffne das Versteck. Oh, Iridium! Ich grab einfach mal, weil sonst kriege ich wieder nichts ab. Oder? Ich glaube, ich habe. Hält Erfahrung durch das Töten von Feinden. Jo, so geil. Was sagt man da? Pack ich mal direkt rein. Jo, und mit dem, das habe ich übrigens auch, das Artefakt, 4,3% mehr Erfahrung, das haue ich mir auch mal rein. Und ja, 4,3% steht dran. 4,7 hast du. Ja, das ist ja bei jedem immer ein bisschen anders. Ja, 4,7. Und ich würde sagen, mit dem Missionsabschluss sind wir dann noch raus. Dann bis zur nächsten Folge von Borderlands 2, eure Jungs von Playtimes. Tschüssikowski! Ciao! Ciao! Bis zum nächsten Mal.